Systems online. All systems nominal. Moins und hallo Leute, herzlich willkommen bei mir. Ich bin unterwegs im Annihilator 1A. Denn der Ding ist 1A. Mein Gott, das ist total beschissen einfach. So, ich bin im 1A unterwegs, einfach weil das Ding eine schöne Kombination aus Decker fahren kann. Oh, ich habe gar nicht auf die Quest geguckt. Vielleicht haben die ja da auch positive Verstärkungen oder so. Wobei der NEE eine Maschine ist einfach. 49,6 km/h. Oh, ich habe gar nicht geguckt. Wobei doch, Engine ist, glaube ich, gerade auf dem höchsten, was ich machen kann mit dem Equipment, was ich dabei habe. Nämlich 2 EOS More Laser. Pew to the death. Hell yeah. Gepaart mit 2 Ultra AC-10ern und 2 Ultra AC-5ern, because Dhaka is love. Und damit laufen wir uns gleich mal so richtig schön in die Gegner rein. Wenn nichts jammt. Haben wir hier einen Alpha mit dem Doppeltap von 60. Und auch passable Nachladezeiten, gute Range. Also wir können auf Midrange halt einfach schon am Gegner rumarbeiten. Mit den Small Lasern haben wir noch was für den Nahkampf, falls die Munition mal ausgehen sollte. Ich weiß, man könnte auch einfach noch mehr Munition mitnehmen oder so oder eine größere Engine, aber ich habe halt gerne meine kleinen Small Laser dabei. Dafür habe ich eine UAV, ein Arty und bin mir gerade gar nicht so sicher bei der Skillung, dass das ist, was ich hätte haben wollen. Oder ob ich auf Coolshots gegangen war oder auf mehr, also auf Doppel-Arty oder so. To be honest, ich habe keine Ahnung. Oh, da, was war das? War das ein hier AMS? Massiv am Arbeiten, Quadruple AMS? Ja, ein Shitfox. Die kleinen. Und viele gehen auf einen Haufen. Das war ja eine tolle UAV, Digga. Ich komme! Ich muss einfach mal gucken, ob der Bild funktioniert oder ob das scheiße ist. Wenn es jammt, ist natürlich für den Arsch. Da habe ich aber entsprechend gegengeskillt, das weiß ich. Ich habe Armor, ich habe Speedpeak. Ansonsten werden wir noch langsamer. Ich weiß aber echt absolut nicht, gar nicht nada, nothing, nix, niente, was ich am letzten Tree gemacht habe, bei den Consumables. Was habe ich da gemacht? Und der Fuchs weiß gewiss auch was, der Magiras halt nicht. Egal, damit können wir uns auf jeden Fall ein paar leckere Schädel holen. Zu schnell weg, der macht mich auch nervös, der vor mir tanzende Irby, auch mit seinem Schild. Der kriegt wahrscheinlich trotzdem Dacker in den Rücken, so wie er sich vor mich stellt. Sieht zwar so aus, als wäre ich sehr weit oben über ihm, aber es ist ja nur der lange Hals von der Kiste, die ich fahre. So ein fucking Annihilator, ne? Schieß doch auf den Urban Mag. Das gefährlichere Ziel. Ganz ehrlich, ein Urbi ist tatsächlich das gefährlichere Ziel. Bam. Oder hinten, da könnten wir mit den Fünfern draufhalten. Ne, das ist mir zu viel gepiekt tatsächlich. Da muss ich jetzt eben erstmal ein bisschen abwarten, was so das Team noch rausholen kann. Ich droppe auch in Canyon runter. Mit auf den Derwisch drauf. Ein Saver Kill haben wir rausgeholt. Nice, Leute. So, du da. Seismic. Seismic. Aber dann bin ich hier wieder bei der scheiß Pika-Position. Das will ich eigentlich auch nicht. Ich wollte doch runtergehen in Canyon. Mache ich jetzt auch. Ich droppe jetzt runter. Komme, was da wolle. Weil so mit dem ganzen Gepieke bin ich natürlich ein zu gutes Prime-Target erstmal. Ich müsste auf sicherer Distanz arbeiten, ohne dass ich von den schnellen Kisten weggepiekt werde. Ich muss zugeben, ich habe auch so ein bisschen nachgelassen im Skill, das merke ich, weil ich sehr viel Mechabellum und Diablo 4 spiele. Diablo 4 einfach gemütlich vor mich hin die Story grinden. Ich bin immer noch in Akt 1 und schon fast Level 30. Weil ich so viel durch die Gegend dümpel. Sollte man vielleicht irgendwann mal ändern, ja, ich weiß. MechWarrior Online hat halt bisschen das Nachsehen im Moment mit den ganzen coolen Releases. Street Fighter 6 habe ich ja gewonnen bei einem Dr. Pepper Gewinnspiel. Da trainiere ich, dass ich zumindest mal halbwegs wieder die Steuerung hinkriege. Was sich als sehr schwierig gestaltet, muss ich leider sagen. Ich würde mir wünschen, es wäre anders, aber man kann nicht alles haben. Okay, der ist down. Freund! Geht es dir nicht gut? Ich könnte dir auch aufhelfen, wenn du willst. Okay, das war der Marauder 2C. Die haben sie auch einfach zerlegt. Gnadenlos. Komm, du kriegst jetzt einfach. Scheiß auf deine Missiles. Ah, okay. Ein Coolshot wäre gut gewesen.
Au. Okay, Small Laser Damage getankt. Moonwalker ist aber auch offen im CT. Wir können jetzt mal kurz runterkühlen. Crewshots wären definitiv the way to go gewesen. Okay, AK, MDD, irgendwas ist down. Wahrscheinlich der Awesome. Die Laserbeams sind von meinen Mates, wenn ich mir das Positioning so anschaue. Hi! Ich glaube, er hätte fast auf mein CT geschossen. Du kleiner mieser Pika da oben. Siehst du, das ist es halt. Das macht mich fertig. Das zerstört mir den Mac. Und davon haben wir sehr viele diese Runde. Da ist noch irgendwas. Norion. Du arschet nicht. Und tuch den Rücken zerstört. Oh Mann, ey. Tut mir leid für ihn. Auch wenn das der Weg ist, den ich auch am liebsten gehe. Aber ich fühle, wie es ist, wenn es einem passiert. Wir haben gerade Circle-Dominanz. Das ist noch zu viel, ist hier der... Oh, Rating Chili. Deshalb ist es auch so ein gottverdammter guter Pilot da. Misic. Mieses Schwein möchte ich gerne sagen. Okay, noch ein KMDD. Aber mit Raging Chili will ich mich nicht anlegen. Der tötet mich jetzt. Der ist zu gut. Also vor dem muss man noch Angst haben, wenn man mit ihm zusammen in einem Team ist. Aber als Gegner möchte ich ihn jetzt recht nicht. Okay, da fliegen noch Laserbeams. Fliegen vor allem. So verstrahlt vor sich hin leuchten. Ob ich den schaffen würde? Ich habe einen offenen CT, einmal bumsen und das war's. Ballern meine ich, Scoozy. Und ich habe mir Small Laser verloren, also mir fehlt DPS. Wohin will er sich verkriechen haben? Verkrochen haben. Verkriechen haben. Ja, man merkt, Deutsch ist meine große Stärke. So, da holen wir zumindest jetzt eben den Kill. Juhu! Abgestaubt. Einfach ein AFKler. Da holt der mich jetzt. Der. Roughneck. Er weiß, hier sind Gegner. Er kommt. Er kämpft gegen den Awesome. Oh nein, unser Medium. Unser. Oh! Heavy, meine ich. In der Mitte der Crusader. Er braucht Hilfe. Aber da sieht man wieder, zu viele gute Peaker sind einfach fucking gefährlich. Das ist im Moment eine interessante, eigentlich auch eine gute, eine dynamische Meta. Weil somit ist Stellungsspiel schwieriger geworden, tatsächlich. Es sei denn, man hat natürlich halt auch schnelles Aim und so. Das habe ich im Moment definitiv nicht, da bin ich weit von entfernt. Oh, er wird jetzt von allen komplett zerlegt. Ich bin nicht mehr rechtzeitig da, um den Kill abzustauben. Explodiert because of heat. Jetzt gehe ich am... Ja, ne. Cap im Circle auch nicht mehr klappt, aber das ist egal. So, wer sich die Bilder angucken möchte in MacLab, der kann gerne gleich noch bleiben. Stay a while and listen. Der hat die ganze Zeit geredet scheinbar. 679 Damage, 2 Kills, 1 Solo und 3 KMDD. Das ist ganz passabel. Vor allem dafür, dass ich sehr viel den Schwanz einziehen musste am Anfang wegen der guten Pika halt. Mediums und Lights, die sehr schnell eben Laservoll mit raushauen mit Jumpjets und so. Das haut halt ordentlich rein, kann man gar nicht anders sagen. Ist derbe gefährlich. Aber dafür war die Leistung auf jeden Fall noch vollkommen gut. Obwohl ich sehr viel Angst hatte. Mir ging der Puls, mir ging alles. Aber naja, so ein bisschen Skill habe ich glaube ich doch noch. Und habe mir den Sieg nach Hause geholt. So, und für alle, die es interessiert, dann jetzt wie gesagt den Bild. Alle, die dann jetzt abschalten. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, schön, dass ihr da wart. Und hier steht die dicke Maschine. Bam, bam, bam. Ich finde, im MacLab kommt der nie so gut zur Geltung, wenn der dann da so steht. Hat es irgendwie nicht so, ne? Aber das dann, na, das sieht schon eher nach was aus. Oh yeah, bam, bam, bam. Da sieht man einfach die schiere Zerstörungskraft. Und dann zeigen wir euch noch, warum der das überhaupt so wie wo kann. 285er Light Fusion Engine hat er verbaut. Munition, 5 Tonnen für die 5er, 4 für die 10er und die beiden IAM-Laser, die kann man natürlich auf jeden Fall auch noch rausnehmen, wenn man da gar keinen Bock drauf hat und so. Vollkommen okay, fühle ich mich auch nicht beleidigt durch. Nein, nein. Ist aber ganz nett, wenn man die Crit-Zeilen auch belegt hat, mit etwas, das nicht explodiert. Ja, ja, so ein Consumables, ich muss es mal eben.
Ein Empty Slot. Für? Nein, ich habe tatsächlich Strikes. Okay, dann, das werden wir noch ändern bei den Skills. Hier auf jeden Fall das, was ich dann auch bewusst im Kopf hatte und auch erwartet habe. Cooldown, Heat Generation, Velocity, dass alles schneller da ist. Magazinkapazität, sowie, dass die Gem-Chance reduziert wurde. Ein bisschen Skeletal Density, sehr viel Armor Hardening. Range war, fühlte sich nicht so notwendig an, deshalb habe ich hier was Skeletal Density genommen. Vielleicht haben wir das gerade auch den Arsch gerettet. Wie viel Prozent haben wir denn hier? Hau ab da, Dismiss hier. So, die 23% könnte tatsächlich gerade das Survival ausgemacht haben. Kinetic Burst, damit wir tatsächlich fast 50 laufen, knapp drunter, naja. Und ansonsten hier Kuron, Heat Containment, Seismic, finde ich im Moment wirklich mehr als wertvoll. So, das alles raus. Wir brauchen noch 5 Skillpunkte. Dip, 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 dip. Klick. Klick habe ich gesagt. So, klicke die und klacke die. Und Apply Changes. Yes, Sir. Und das ist der Bild. Jetzt stellen wir noch eben die Consumables passend rein, weil die Coolshots können wir auf jeden Fall doch gebrauchen, wenn wir im Dauerfeuer sind mit den Ultras. Safe. Ja. Hm. So, da ist er. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu heiß war, weil ich die Ultras zu schnell getriggert habe oder so. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Zehnern, also wenn man den Doppelschuss bei 2 Zehnern zu schnell raushaut oder so, ob das was ausmacht. Keine Ahnung. Beschäftige ich mich vielleicht irgendwann ein andermal mit. So, jetzt traumhaften Tag noch und besten Dank fürs Zugucken. Ciao.